Ich bin nicht hier drinnen. Du kannst jetzt verschwinden. Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge Outlast mit mir, den Thomas und Playageddon. In der heutigen Folge leider ohne Facecam. Ich habe mir eine neue besorgt, eine neue Facecam. Das Problem ist jetzt irgendwie, ich habe total viele Probleme, die aufzunehmen. Es funktioniert irgendwie nicht. Der Movie Maker nimmt die Facecam nicht an. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ich habe schon nach sehr vielen Alternativen gesucht, leider keine gefunden. Und die Folge muss ich noch heute machen und ich will Aktenzeichen und nicht verpassen. Es fängt schon 15 Minuten an, deswegen werden wir uns jetzt ein bisschen beeilen. Ja, in der nächsten Folge haben wir wieder eine Facecam. Bis dahin habe ich bestimmt schon eine Alternative gefunden. Und deswegen würde ich sagen, wir werden hier einfach mal lang runnen und gucken, was hier so ist. Ich habe gerade echt keinen Bock, irgendwie, dass mir hier irgendwas angesprungen kommt. Die Tür. Yo, Homies. Die haben den gerade den Kopf abgerissen, oder? Und der eine rennt da so lang als... Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ey. Okay, da geht die Tür schon mal nicht auf. Deswegen werden wir jetzt weitersuchen. Der hat hier irgendwas. Eine Schlüsselkarte. Für die Duschen. Wo waren die Duschen? One boy running. One boy running. Wo genau waren die Duschen? Ich hab's jetzt schon vergessen, ey. Ah. Kann es kaum lang gehen, oder? Mein Gefühl sagt mir, dass wir hier lang müssen. Ich weiß auch nicht, woran das... Oh, nee. Sieht wieder gruselig hier drin aus. Geht die Tür hier auf? Nein. Ah, eine Batterie. Gott sei Dank. Der liebe Altscher hat mir auch geschrieben in den Kommentaren, dass ich irgendeine Batterie aus Versehen nicht gefunden habe. Ich könnte mich darüber ärgern. Oh, eine Akte, die wir lesen können. Oh, nee, nicht F. Mist. Die ordnungsgemäße Wartung der Reinigungstore ist wichtig für die Sicherheit von Project Wallrider. Schauen Sie Markov Corporation Wartungshandbuch M. Ja, nach der Wenden, die sich einen Vorgesetzten mit Sicherheitsbesehen. Sicherheitsberechtigung, genau so. So wird's ausgesprochen. Okay. Ist hier sonst noch irgendwas? Der Batterie haben wir gefunden. Der Thomas ist zufrieden. Vielleicht weiter nach rechts? Nee. Komisch. Ich weiß auch nicht, wo es lang gehen soll. Wir haben eine Schlüsselkarte für die Duschen gefunden, ne? Jetzt Folge... Ich bin nicht gerade scharf darauf, hier reinzugehen. Wow. Gerade war die Framerate total am Spinnen. Neues Ziel, kommen durch die Duschen. Oh, Mann. Jetzt wird mal wieder eine Lauferei, glaube ich. Bin mir aber nicht sicher. Ey, können wir hier raus? Mein Gott, er ist verschwunden. Spurlos verschwunden. Ich wittere Sarkasmus. So war es beabsichtigt. Er hält uns für Arschlöcher. Oder für dumm. Schnappen wir ihn und schlitzen ihm den... Oh, nee. Aber danke, dass ihr einen Moment wartet. Ist sehr lieb von euch. Wirklich sehr lieb. Jetzt müssen wir hier in der Kälte draußen rumhangeln. Oh, ein Blitz, danke. Gerade ein bisschen Licht rein. Los, Lichtern. Wo sind wir? Ah. Wir hätten ja auch hier lang gehen können. Wollte ich aber nicht tun. Oh Gott. Ich habe jetzt schon wieder Angst. Ey, oh Mann. Ist hier irgendwas? Irgendwas Böses? Nein, scheint nicht so. Irgendwas auf dem Boden. Oh, eine Karte. Vielleicht können wir ein bisschen Kartenspiele machen. Was ist hier? Ist die Tür auf? Da würde ich eigentlich nicht lang gehen. Waren wir hier nicht vorhin irgendwie?
waren die doch vorhin, oder? Was ist das hier? Ist das nicht der Raum von vorhin? Irgendwie. Okay. Geht die Tür auch auf? Es gehen eindeutig momentan so viele Türen hier auf. Okay, wahrscheinlich müssen wir hier am Ende lang. Scheint mir zumindest so. Kann man hier die Tür aufmachen? Ah ja, die ist sogar offen. Na toll. Oh Mann, ey, das ist wieder so gruselig und ich habe momentan echt keinen Bock. Wenn man nach 40 Minuten nach einer Facecam-Aufnahmeprogramm sucht, da vergeht einem echt die Lust. Aber naja, kann man wohl nichts machen. Jetzt werden wir hier einfach auf den Knopf. Was ist das? Vielleicht da hoch? Komm, hoch. Was ist denn hier los? Kam da jemand oder wie war das? Oder was war das? Da geht doch irgendwas lang, oder nicht? What the... Da hat wohl gerade jemand rumgebrüllt. Oh, ist das wieder der... dicke Mann? Der Typ da, der uns am Anfang verfolgt hat? Jo, tatsächlich, das ist er, oder? Doch, ja, das ist er. Hi. Oh, ich stehe auf dein hübsches Gesicht. Wir werden einfach mal hier langlaufen. Er weiß wahrscheinlich, wo wir lang wollen, oder? Wow. Ich habe eigentlich ein ungutes Gefühl, hier runter zu springen. Oh nein! Mach die Tür auf! Er rennt uns auch hinterher! Ha? What the fuck, was war das denn? Autsch! Wieso hat es auf einmal angefangen zu brennen und jetzt sind wir runtergefallen? Und jetzt liegen wir auf Leichen. Auf Leichen. Ah, das ist ein bisschen ekelhaft. Also am besten das jetzt blind nicht angucken, während ihr etwas esst. Würde ich euch so empfehlen. Finde einen anderen Weg in die Duschen. Ah, super. Super. Komplett dunkel. Nirgendwo ein bisschen Licht. Das gefällt mir überhaupt nicht. What the? Versteck dich. Versteck dich. Und ich musste gerade weggekappt habe ich es nicht. Da ist er. Da ist er. Ich muss jetzt ein bisschen warten. Wir hören jetzt ein bisschen, wo er langläuft. Er scheint irgendwie weg zu sein, ne? Aber ich will auch nicht hier... Zumindest war er da vorhin und jetzt weiß ich, da ist er, da ist er. Wir müssen uns die Batterie sparen. Wir haben nicht ewig... viele. Das ist das Problem. Er wird hier noch nicht reinkommen, oder? Glaube ich nicht. Ich hoffe es zumindest. Batterien sparen, Batterien sparen, Batterien sparen. Komm. Ich kann nicht ewig warten. Ich habe auch keinen Bock drauf. Runter, runter! Geh runter! Mann! Okay, wir können gleich wieder die Batterien wechseln, wie es mir scheint. 6 haben wir noch. Ich bin nicht hier drinnen. Du kannst jetzt verschwinden. Das hat sich sogar gereimt. Ich habe Angst. Oh jemini. Oh jemini, oh jemini, oh jemini. Schade, dass diese Folge ohne Facecam ist. Ich hoffe, es stört euch nicht allzu sehr. Aber ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ich muss mir wirklich in den nächsten Tagen mal ein neues Programm suchen, womit man das aufnehmen kann. Der läuft da... Ich geh jetzt einfach hier lang, soll er mich... Hoch, hoch! 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 Hier lang! Hier so springen, jumpen, dann rechts lang.
Und natürlich ist die Tür nicht auf. Hier lang. Weiß er noch, wo wir sind? Ich hoffe nicht. Vielleicht hier lang. Das sieht zumindest vielversprechend aus. Geh durch. Ist ja wieder eine spannende Situation. Oi. Ist denn hinter mir oder wieso ist die Musik noch da? Okay. Die Musik geht langsam weg. Komplett weg. Können wir hier durch? Ja. Wenn man sich duckt und hier so lang geht. Ah! Wow! Brate! Ey, ich bereue es jetzt schon, dass diese Folge keine Facecam ist. Tut mir wirklich leid, Leute, aber... Ich habe mich jetzt so oft erschreckt. Was ist das denn hier? Okay. Dezember... Ich war nicht gerade... Wow! Jo, wie geht's dir? Bruder? Oh, wow. Kannst du dich teleportieren? Okay. Wenigstens hier wieder etwas Licht. Einen Moment nur, ich muss nur... Ja, was willst du mir erzählen? Lass deine Sorgen bei dir raus. Bei mir raus. Ja, bei dir raus, natürlich. Es juckt mich. Soll ich dich vielleicht, kratzen? Wo juckt es dich denn? Seidig, du siehst so seidig aus. Ich muss dir ein Geheimnis verraten. Ja, dann schieß los, Brate. Erzähl mir deine Probleme, deine Geheimnisse. Ich höre dir zu. Ich habe Zeit und ich habe eine Kamera und diese Kamera muss an die Presse nachher gelangen. So, dass alles, was hier drin passiert, an die Öffentlichkeit gerät. Ich will dir helfen. Yo, du kannst dich rein zufällig die Psychopathen alle umbringen und wir gehen dann geschmeidig raus und dann kriegst du auch Seide oder was du auch haben willst. Hab keine Angst. Ja, pff. Oh, nein, hab keine Angst. Thomas, hab keine Angst. Das ist hier nicht so schlimm, wie du denkst. Aber ich mag den, der will uns beruhigen. Der scheint mir sympathisch. Lass mich, ich muss dir ein Geheimnis verraten. Ja, dann schieß los. Dann schieß los. Ich suche hier einige Dinge, ne? Okay, verstecken müssen wir uns nicht. Eventuell nur... Ich mag den Typen, der ist mir sympathisch. Geht das auf? Geht das auf? Ne, anscheinend nicht. Juckt es dich, du wirkst... Ich wollte mich weigern, aber ich konnte nicht. Sie haben mich gezwungen. Ich dachte... Ein Moment, ich muss so... Ja, ich will durchlesen, Spiel. Okay. Okay. Hier geht's auch rein. Vielleicht irgendwo eine Batterie. Wäre ganz sinnvoll, wenn hier irgendwo eine Batterie wäre. Aber nein, das scheint nicht so. Locker, flockig. No? Eieieiei. Wo kann es denn jetzt lang gehen? Wahrscheinlich da jetzt gleich, aber... Meine Lust, da weiterzugehen, ist wirklich nicht hoch. Ich habe auch gar kein Gefühl momentan, wie lange wir schon aufnehmen. Geht es hier lang? Muss ja irgendwie, ne? Hä? Wenn es nicht hier lang geht, wo geht's dann lang? Also muss wahrscheinlich hier lang gehen, oder? Vielleicht kann man... Ich seh's. Hopp. Hoch. Schwester, ich brauche Hilfe beim Waschen, Schwester. Ich bin zwar nicht die Schwester, aber ich bin Thomas, das ist... Du kannst mich Bruder nennen. Deine Fresse sieht ein bisschen poliert aus. Okay, gehen wir weiter. Also... Oh, ich wollte hier gar nicht rein. Oh, ist doch nicht der Raum von... Wo der Typ gerade drin war. Okay, hier ist nichts Besonderes drin. Ist hier irgendwas? Nope. Oh. Ein Moment nur, ich muss nur... Was ist? Erzähl mir deine Sorgen. Ich bin... Okay, das reicht schon. Wie geht's hier? What the... Danke. Oh, ich habe mich schon wieder so dermaßen erschreckt, ey. Ich bereue es wirklich, dass wir... Ich bin mir zu 5000% sicher, dass der uns gleich nehmen wird, wenn wir hier rübergehen wollen. Ah.
Das Experiment wurde tot in der Nebenden durchführen. Ein kleiner Tipp, es läuft noch. Das Experiment läuft immer noch. Welches? Bewege dich vorwärts und drücke Leertaste, um von einer Kante zu irgendwas springen. Oh, ja. Okay, der hat es geschafft. Läuft doch Witness schon wieder. Ich habe immer noch nicht gegoogelt, was Witness heißt. Ein bisschen Farbe. Hier so ein Farbeimer mit roter Farbe und... Lebt der noch? Der lebt noch, oder? Okay. Vielleicht ist der das Monster unterm Bett, wovor alle kleinen Kinder Angst haben. J. Rudolf G. Wernicke. Dr. Rudolf G. Wernicke, Alter 90, verstarb am 28. Februar 2009 in Ausübung der Arbeit, die er liebte. Er wurde 1918 in München, Deutschland geboren und erlangte großes Ansehen in mathematischen und wissenschaftlichen Kreisen durch die Veröffentlichung eines Artikels in Kooperation mit dem frühen Computerpionier Alan Turing. Nach ungeklärten Verstrickungen mit dem deutschen Kriegstreiben wanderte er 1949 dank eines Visums des State Departments in den Vereinigten Staaten aus. Nach etlichen Jahrzehnten der Forschung im Auftrag der Regierung in Los Alamos setzte sich Dr. Wernicke in New Mexico zur Ruhe, wo er sich danach Landschaftsfotografie und der Pflege seiner Katze widmete. Kurz nach der Jahrtausendwende kam er nach Colorado, um sich an den Wohltätigkeitsprojekten der Morgoth Corporation zu beteiligen. In einer Erklärung des Konzerns wird Dr. Wernicke als ein wahrer Menschenfreund mit einem großzügigen Wesen bezeichnet. Er hinterlässt keine Hinterbliebenen. Okay. Geht's hier vielleicht lang? Nee, auch nicht. Leider. Wir brauchen wieder einen Speicherpoint nachher. Wenn man auf Speicher und Beenden drückt, fängt man nicht da an, wo man zuletzt war. Was ich ein bisschen schade finde bei dem Spiel. Eine Batterie, das mag der Thomas. Und wir haben wieder 6 Batterien. Das läuft auch momentan echt gut. Okay, die Tür ist zu. Whoa. Okay. Mit dem habe ich nicht gerechnet. Hier irgendwas drin? Nee. Ich hoffe, das ist braune Farbe. What? Junge, was ist denn? Wieso boxt er uns? Hilfe! Lauf doch, lauf! Fotze, Wichser, okay. Oh nee, ich will nicht mehr. Ja, nee, du willst mir nicht helfen. Blöd, Mann. Das war nicht besonders sozial von dir. Ich habe keine Angst, okay? Oh nee! Wieso ist denn nicht gelaufen? Jetzt müssen wir wieder dem komischen Typen begegnen. Oh ne, jetzt müssen wir hier wieder lang. Oh je, yeah. Das wird wieder ein langes LP. So, wir jumpen hier mal rüber ab. So, weiter. Ich weiß nicht, wie lange wir aufnehmen. Ob. Nachts. Sicht ausschalten. Nein. Hoffentlich packt er uns nicht wieder. Seidig. Die mögen hier sehr gerne Seide. Oh. Hey, Bruder. Pack. Oh. Ey, man kann sich hier wegen jedem kleinen Stückchen erschrecken. Ist hier vielleicht noch eine Batterie drin? Leider nicht, wie es mir scheint. Oh no. Na, hier ist auch nichts drin, ne? Oh, wie es mir scheint, müssen wir da lang, ne? Ich will da ehrlich gesagt nicht runter, müssen wir aber anscheinend. Speichert das Spiel nochmal. Wäre freundlich, wenn das Spiel speichern würde. Oh, hier sind Duschen. Okay. Yo, ich würde sagen, das war's dann mit dem heutigen Part von Outlast. Oder geht's... Oh, da unten geht's auch lang. Wallrider. Wir müssen da lang, Oder? Geht's auf? Leider nicht. Okay, wir müssen Batterien wieder wechseln, wie es mir scheint. Und da unten steht Wallrider.
Was es wohl mit sich auf sich hat. Boah, ist wieder gruselig. Dokumente zurück. Okay. Es scheint wieder gruselig zu werden. Jo, wie gesagt, das war's denn eigentlich mit dem heutigen Part von Outlast. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ruhig einen Daumen nach oben da. In der nächsten Folge natürlich wieder mit Facecam. Bis zum nächsten Mal. Ciao.